Paul Pogba, Rafael Varane, Paco Alcacer. Also da sind riesen Nummern dabei gewesen. Es ist natürlich jetzt speziell zum Zurückschauen, so ein altes Mannschaftsfoto von der U15. Es kommen natürlich viele Erinnerungen auf, auch natürlich, wenn man gerade Spieler sieht und ein bisschen durchgeht, wo das jetzt sind, wo das ich bin. Und auch die ganze Zeit in der Academy, wie gesagt, ich konnte jede Stufe durchleben, von der U14 bis U21. Und es war natürlich immer ein riesiges Privileg für den FCZ zu spielen, schon in den Junioren. Man war jemand, man mit dem FCZ Rucksack ins Training, auf den Zug und allen schauen. Das war schon sehr, sehr speziell. Das ist die Auszeichnung, die ich am FIFA Youth Cup bekommen habe, vom Jörg Stiel dazumal. Ich weiss, ich habe dort ein sehr, sehr gutes Turnier gemacht. Es hat extrem Spass gemacht. Wir konnten auch das Turnier gewinnen, dazumal, gegen sehr, sehr gute Mannschaften. Mein Debüt in der Super League, das werde ich natürlich nie vergessen. Ich habe schon relativ früh gewusst, dass ich an diesem Wochenende spielen werde. Das war abgemacht, dass es bei uns nicht mehr gegangen ist. Es war klar, dass ich den Match in Sion spielen darf. Und ich werde dann nie vergessen, wie ich mich gefühlt habe den ganzen Tag, aber auch vor allem nach dem Einlauf. Ich weiss noch, ich bin gerade oben rein. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich gerade einen Marathon gelaufen. Puls auf 200 und der Puls ist einfach nicht runtergekommen. Und dann erst dann während dem Spiel haben wir dann langsam beruhigen und dann das Ganze auch wirklich geniessen. Obwohl natürlich schade war, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Meine ganze Zeit in der Junioren-Nationalmannschaft war natürlich auch sehr speziell immer, aber auch immer sehr coole Zusammenzüge, die wir hatten, coole Leute dabei hatten. Mit einem grossen Highlight für mich, die U17-EM in Liechtenstein, wo ich mich kurz davor in der Qualifikation eigentlich zur Nummer 1 aufgekämpft haben und dann das ganze Turnier spielen gegen Paul Pogba, Rafael Varane, Paco Alcacer. Also das sind riesen Nummern dabei gewesen, wo wir dann da gegen sie spielen. Meine kurze Zeit in Wiel, die Leihe, ist mal geplant für ein Jahr, aber ist dann ein bisschen vorzeitig beendet worden. Ich muss sagen, ich habe mich dort in diesem halben Jahr oder in diesen 8 Monaten sehr, sehr gut entwickelt. Das hat mir auf jeden Fall gut an die Spielpraxis dort können sammeln. Auch mal etwas anderes gesehen, mal in einer neuen Mannschaft sich müssen hineinzukämpfen, in die Mannschaft hineinzukämpfen, das hat mir sicher gut an und auch meiner Persönlichkeit gut an. Aber wie gesagt, ich habe mich dort sehr, sehr gut entwickelt und dann auch wieder dafür empfohlen, dass ich zurückkomme zum FCZ. Das Bild mit der Südkurve, mit den Fans, das ist immer ja, ein Gänsehautmoment für mich. Es ist einfach unglaublich, wir gehen an jedes Spiel, egal ob die Heim oder auswärts. Es fühlt sich an wie ein Heimspiel, weil wir halt einfach wirklich unsere Fans meistens in der Überzahl sind. Und wenn sie nicht in der Überzahl sind, dann sind es trotzdem lauter als die Heimfans. Das ist einfach Wahnsinn. Der Support ist unglaublich. Und das ist einfach das, was wir jetzt in den letzten Jahren extrem vermisst haben. In den Stadien, aber trotz allem, wir haben immer gewusst, dass wir die Unterstützung haben von den Fans. Und es ist natürlich auch klar gewesen, wenn es mal nicht so gut läuft, dann sind auch die Fans da, um uns zu pushen, aber auch um ein Zeichen zu setzen. Der Cupfight in Bern, das war ja, unglaublich gewesen. Wir sind als grosser Aussenseiter dort hin. Wir haben aber von Anfang an gewusst, es ist nur ein Spiel. In einem Spiel kann wirklich alles passieren. Und wirklich das Gefühl, wie wir dort vor dem Spiel hatten, das haben wir nie mehr gehabt. Das hatte ich in keinem anderen Match so vergleichbar gehabt. Das ist einfach der Zusammenhalt, den wir hatten. Wir haben gewusst, wir können alles schaffen in dem einen Spiel. Und ich glaube, so sind wir auch auftreten und haben dann einfach die gewonnen. Jetzt meine Rolle in dieser Mannschaft, auch als Kapitän jetzt seit 2 Jahren. Ich glaube, ich persönlich, ich habe mich nicht gross verändert. Ich bin auch schon vorher immer einer gewesen, der die Verantwortung übernommen hat, der angestanden ist als Leader, egal ob bei den Medien, bei den Fans oder auch innerhalb der Mannschaft. Aber es ist natürlich klar, als Kapitän ist man da noch mal ein bisschen anders im Fokus und hat dann noch mal ganz andere Aufgaben im Verein mit dem Trainer, mit dem Vorstand, Sportchef und so weiter, wo man erledigen oder mithelfen darf. Ich mache das sehr gern.
Ich glaube, ich bin die richtige Persönlichkeit für das. Ich habe mich da dafür empfohlen, die letzten Jahre, so wie ich mich entwickelt habe. Und es ist natürlich ein riesen Privileg, dafür für so einen Verein als Kapitän auftreten.